Über 1,3 Milliarden Menschen auf der Welt rauchen. Schätzungsweise die Hälfte von ihnen möchte damit aufhören. Aber sie sind süchtig. Dieser Mann will der Sucht nach Nikotin ein Ende bereiten. Nikotin erreicht schon 6 Sekunden nach dem Einatmen das Gehirn und löst ein Gefühl der Zufriedenheit aus. Erich Czerny hat also einen schnellen, sehr erfolgreichen Gegner. In Lausanne am Genfersee will der Immunologe einen weltweiten Siegeszug gegen die Sucht antreten. Jeder Mensch reagiert verschieden auf eine Droge. Das ist der Grund, dass einige Leute ohne Probleme von Zigaretten loskommen und andere haben absolut keine Möglichkeit, sich davon loszulösen. Die enorme Macht des Nikotins kann nur mit den modernsten Methoden der Immunologie gebrochen werden. Erich Czerny kreierte einen Impfstoff. Seine Leistung? Er macht Nikotin im Körper für das Immunsystem sichtbar. Normalerweise sind Nikotinteilchen nämlich so klein, dass das Immunsystem sie nicht erkennen kann. Czerny klebt nun dem Nikotin ein riesiges Eiweißmolekül an. Dieses Molekül ist so groß, dass es dem Immunsystem auffallen muss und es abtastet. Dabei entdeckt es auch das Nikotin. Die Grundidee ist simpel. Wir erzeugen durch eine Impfung im Körper Antikörper gegen das Nikotin. Diese Antikörper neutralisieren das Nikotin, wenn es über die Lungen in den Körper gelangt. Es ist, als ob der Raucher eine Zigarette rauchen würde, die kein Nikotin hat. Er raucht die Zigarette und die Nikotinstimulation bleibt aus. Der Nachteil? Da die von den Antikörpern abgefangenen Nikotinmoleküle das Gehirn nicht mehr erreichen, setzen Entzugserscheinungen ein. Aber egal wie viel Zigaretten die Geimpften auch zu rauchen versuchen, die gewohnte Stimulation ist verloren. Und das ist das Ziel von Erich Czerny. Für eine geimpfte Person macht das Rauchen keinen Sinn mehr. Irgendwann werden die Immunisierten aufhören, zur Zigarette zu greifen. Ein schwerer Weg, denn der positive Flash von Drogen im Gehirn ist gewaltig. Der kreiert im Gehirn ein intensives Glücksgefühl. Es ist so, als ob eine Teetasse mit einer Atombombe erwärmt wird. In der Schweiz laufen seit über 20 Jahren die Arbeiten an einem Impfstoff gegen die Sucht. Heute kann Erich Czerny mit seinem Team große Erfolge aufweisen. Ein erster Impfstoff ist entwickelt. Auch das Stadium konkreter Versuche am Tier ist erreicht. Andere Forschungsteams, vor allem in den USA, sind mit dem Versuch, einen Impfstoff gegen Nikotin zu entwickeln, gescheitert. Obwohl sie dasselbe Prinzip wie die Schweizer anwandten. Das Geheimnis liegt vor allem in der richtigen Dosierung des Impfstoffes. Während man in Lausanne mit sehr niedrigen Mengen arbeitet, setzten die Amerikaner eine 1000-fach höhere Dosis ein. Obwohl Studien davor gewarnt hatten. Hohe Dosen können das Immunsystem auch paralysieren, hieß es. Folglich ging man in der Schweiz sehr vorsichtig mit dem Impfstoff um. Während die Amerikaner ihre Forschung schließlich aufgaben und es als erwiesen ansahen, dass die Entwicklung eines Anti-Nikotin-Impfstoffes unmöglich sei, zeigten in Lausanne die Tiere letztlich eine gewünschte Reaktion. Die Tests haben gezeigt, dass das zum Gehirn strömende Nikotin von den Antikörpern zu einem großen Teil abgefangen wird. Das heißt, die Mäuse haben keine Lust mehr zu rauchen? Genau. Wenn sie so dumm wären, dass sie rauchen würden. Kein pharmazeutischer Großkonzern steckt hinter der Forschungsarbeit von Erich Czerny, obwohl ein Impfstoff gegen die Nikotinsucht kommerziell wohl sicherlich sehr lukrativ wäre. Doch Czerny möchte die Kontrolle über sein Projekt selber behalten und pumpt sich die notwendigen Forschungsgelder lieber zusammen. Das Geld kommt von meinen Freunden und meiner Familie. Wir haben keine Einkünfte. Das Hemd, das Sie sehen, wurde von meiner Frau finanziert. Unser Ziel ist es,
einen Impfstoff zu entwickeln, der lange wirksam ist und der für alle erschwinglich sein wird. Czerny will also einen Impfstoff, der nicht nur für Raucher in den reichen Industrieländern bezahlbar ist. Er selber hat nie geraucht. Eine Familiengeschichte. Mein Vater hat meinem älteren Bruder gesagt, wenn du nicht rauchst und du bist 20, dann gebe ich dir einen Porsche. Das hat mein Bruder natürlich nicht vergessen. Er hat nicht geraucht, war Sportler. Und wie er 20 Jahre alt war, wollte er seinen Wagen einfordern. Und da hat mein Vater gesagt, eigentlich müsstest du mir einen Porsche zahlen. Ich habe gehofft, dass dein Gehirn in der Zwischenzeit auch 20 Jahre alt geworden ist. Und ich glaube, das hat er verstanden. Eine Welt ohne Zigaretten ist für Erich Czerny nur der Anfang. Wenn es gelingt, mit seinem Impfstoff die Nikotinsucht zu bekämpfen, dann sind auch die Tage anderer Drogen gezählt. Wilfried Kästner auf dem Weg zu seinem Arzttermin. Er ist früh dran, noch genügend Zeit für eine Tasse Kaffee. Bis vor 2 Jahren war das mitunter problematisch. Bis zu 40 Zigaretten am Tag hat der heute 60-Jährige geraucht. In einem Nichtraucherlokal fühlte er sich ausgestoßen. Wilfried Kästner mied Plätze, an denen ihm der Griff zur Zigarette verwehrt blieb. Bis die Gesundheit Anlass gab, nachzudenken. Ausschlaggebend für den Entschluss, mit dem Rauchen aufzuhören, waren in erster Linie die Atemprobleme. Nach einem Lungenfunktionstest hat mir die Ärztin dann erklärt, dass es so nicht weitergehen kann. Außerdem haben meine Frau und immer mehr Freunde aufgehört zu rauchen. Und da wollte ich dann nicht länger isoliert sein. Einsichten, die immer noch vielen Rauchern fehlen. Allein in Deutschland erkranken jährlich bis zu 140.000 Menschen an Krebs, Herz-Kreislauf- und Lungenerkrankungen, die auf das Rauchen zurückzuführen sind. Gute Gründe, endlich aufzuhören. Und das am besten unter ärztlicher Kontrolle. Denn Rauchen ist eine häufig unterschätzte Sucht, die man nicht so einfach los wird. Jeder Raucher weiß, Nikotin kann je nach Situation anregend oder entspannend wirken. Allerdings gewöhnt man sich sehr schnell an die regelmäßige Zufuhr, wird abhängig. Wenn das dann aufhört, dann kann es sowohl zu körperlichen als auch zu psychischen Entzugserscheinungen kommen, Nervosität, Unruhe. Und die kann lange anhalten und ist schwer zu bekämpfen. Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit, die Gier nach der Zigarette. All das hat auch Wilfried Kästner nach 40 Raucherjahren durchlebt. Die Schlusspunktmethode, also von einem Tag auf den anderen aufhören, das gelingt ohne Hilfe nur den wenigsten. Die beste, erfolgreichste Methode der Raucherentwöhnung ist die Kombination aus Verhaltenstherapie und Nikotinersatztherapie. Bei der Verhaltenstherapie wird die psychische Abhängigkeit behandelt und die Alltagssituation neu erlernt. Durch die Nikotinersatztherapie werden Entzugserscheinungen gelindert. Bei der Verhaltenstherapie lernt man in Nichtraucherkursen oder in Einzelgesprächen, die Sucht Schritt für Schritt zu überwinden. Dabei gibt es 2 Vorgehensweisen. Die Schlusspunktmethode ist eher für schwache Raucher geeignet. Anderen fällt es leichter, die Anzahl der Zigaretten mit der Reduktionsmethode stufenweise herabzusetzen. Körperliche Entzugserscheinungen treten bei Rauchern, die mehr als 10 Zigaretten täglich oder schon morgens geraucht haben, in der Regel innerhalb von 24 Stunden auf. Die Wirkung von Nikotin hängt stark von der Art der Zufuhr ab. Gelangt es schnell und in kurzen Stößen ins Gehirn, ist die Suchtwirkung groß. Dies ist zum Beispiel beim Rauchen einer Zigarette der Fall. Hier erreicht das Nikotin das Gehirn schon nach 7 Sekunden. Beim Nikotinersatz dauert es wesentlich länger. Die Suchtgefahr ist daher geringer. Die Präparate enthalten zwar Nikotin, nicht aber die anderen schädlichen Inhaltsstoffe des Tabakrauchs. Zunächst halten sie den Nikotinspiegel im Körper hoch. Nach und nach wird die Zufuhr gedrosselt. Nikotinersatz gibt es in verschiedenen Formen in der Apotheke. Wilfried Kästner war mit Kaugummis erfolgreich. Als erstes habe ich meinen Zigarettenkonsum auf 15 Stück reduziert. Im Nichtraucherkurs habe ich dann anschließend weiterhin reduziert und jeweils eine wegfallende Zigarette durch ein Nikotinkaugummi ersetzt. Die Nikotinkaugummis habe ich anschließend durch normale Kaugummis ausgetauscht. Das fiel manchmal schwer, aber letzten Endes hat es funktioniert. Und die übrig gebliebenen Nikotinkaugummis habe ich meinem Sohn geschenkt, damit er auch das Rauchen aufgibt. Starke Raucher sollten mit einer 4-Milligramm-Dosis einsteigen. Für schwache Raucher reichen 2 Milligramm aus. Ein Nikotinkaugummi wird abwechselnd gekaut und im Mund deponiert. Alternativ gibt es auch Nikotintabletten. Mit beiden Präparaten kann der angehende Nichtraucher die Dosierung je nach Bedarf selbst steuern.
Anders beim Nikotinpflaster. Hier wird das Nikotin kontinuierlich aus einem Depot über die Haut abgegeben. Es ist daher besonders für starke Raucher geeignet. Die gängigen Pflaster wirken 16 oder 24 Stunden und sind ebenfalls in verschiedenen Stärken erhältlich. Egal für welche Form des Nikotinersatzes man sich entscheidet, es kann zu Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Übelkeit oder Schlafstörungen kommen. In der Regel sind diese jedoch harmlos. Wir erzeugen durch eine Impfung im Körper Antikörper gegen das Nikotin. Diese Antikörper neutralisieren das Nikotin, wenn es über die Lungen in den Körper gelangt. Es ist, als ob der Raucher eine Zigarette rauchen würde, die kein Nikotin hat. Er raucht die Zigarette und die Nikotinstimulation bleibt aus. Der Nachteil? Da die von den Antikörpern abgefangenen Nikotinmoleküle das Gehirn nicht mehr erreichen, setzen Entzugserscheinungen ein. Aber egal, wie viel Zigaretten die Geimpften auch zu rauchen versuchen, die gewohnte Stimulation ist verloren. Und das ist das Ziel von Erich Czerny. Für eine geimpfte Person macht das Rauchen keinen Sinn mehr. Irgendwann werden die Immunisierten aufhören, zur Zigarette zu greifen. Ein schwerer Weg, denn der positive Flash von Drogen im Gehirn ist gewaltig. Der kreiert im Gehirn ein intensives Glücksgefühl. Es ist so, als ob eine Teetasse mit einer Atombombe erwärmt wird. In der Schweiz laufen seit über 20 Jahren die Arbeiten an einem Impfstoff gegen die Sucht. Heute kann Erich Czerny mit seinem Team große Erfolge aufweisen. Ein erster Impfstoff ist entwickelt. Auch das Stadium konkreter Versuche am Tier ist erreicht. Andere Forschungsteams, vor allem in den USA, sind mit dem Versuch, einen Impfstoff gegen Nikotin zu entwickeln, gescheitert. Obwohl sie dasselbe Prinzip wie die Schweizer anwandten. Das Geheimnis liegt vor allem in der richtigen Dosierung des Impfstoffes. Während man in Lausanne mit sehr niedrigen Mengen arbeitet, setzten die Amerikaner eine tausendfach höhere Dosis ein. Obwohl Studien davor gewarnt hatten. Hohe Dosen können das Immunsystem auch paralysieren, hieß es. Folglich ging man in der Schweiz sehr vorsichtig mit dem Impfstoff um. Während die Amerikaner ihre Forschung schließlich aufgaben und es als erwiesen ansahen, dass die Entwicklung eines Anti-Nikotin-Impfstoffes unmöglich sei, zeigten in Lausanne die Tiere letztlich eine gewünschte Reaktion. Die Tests haben gezeigt, dass das zum Gehirn strömende Nikotin von den Antikörpern zu einem großen Teil abgefangen wird. Das heißt, die Mäuse haben keine Lust mehr zu rauchen? Genau. Wenn sie so dumm wären, dass sie rauchen würden. Kein pharmazeutischer Großkonzern steckt hinter der Forschungsarbeit von Erich Czerny, obwohl ein Impfstoff gegen die Nikotinsucht kommerziell wohl sicherlich sehr lukrativ wäre. Doch Czerny möchte die Kontrolle über sein Projekt selber behalten und pumpt sich die notwendigen Forschungsgelder lieber zusammen. Das Geld kommt von meinen Freunden und meiner Familie. Wir haben keine Einkünfte. Das Hemd, das Sie sehen, wurde von meiner Frau finanziert. Unser Ziel ist es, einen Impfstoff zu entwickeln, der lange wirksam ist und der für alle erschwinglich sein wird. Czerny will also einen Impfstoff, der nicht nur für Raucher in den reichen Industrieländern bezahlbar ist. Er selber hat nie geraucht. Eine Familiengeschichte. Mein Vater hat meinem älteren Bruder gesagt, wenn du nicht rauchst und du bist 20, dann gebe ich dir einen Porsche. Das hat mein Bruder natürlich nicht vergessen. Er hat nicht geraucht, war Sportler. Und wie er 20 Jahre alt war, wollte er seinen Wagen einfordern. Und da hat mein Vater gesagt, eigentlich müsstest du mir einen Porsche zahlen. Ich habe gehofft, dass dein Gehirn in der Zwischenzeit auch 20 Jahre alt geworden ist. Und ich glaube, das hat er verstanden. Eine Welt ohne Zigaretten ist für Erich Czerny nur der Anfang. Wenn es gelingt, mit seinem Impfstoff die Nikotinsucht zu bekämpfen, dann sind auch die Tage anderer Drogen gezählt.
Wilfried Kästner auf dem Weg zu seinem Arzttermin. Er ist früh dran, noch genügend Zeit für eine Tasse Kaffee. Bis vor 2 Jahren war das mitunter problematisch. Bis zu 40 Zigaretten am Tag hat der heute 60-Jährige geraucht. In einem Nichtraucherlokal fühlte er sich ausgestoßen. Wilfried Kästner mied Plätze, an denen ihm der Griff zur Zigarette verwehrt blieb. Bis die Gesundheit Anlass gab, nachzudenken. Ausschlaggebend für den Entschluss, mit dem Rauchen aufzuhören, waren in erster Linie Atemprobleme. Nach einem Lungenfunktionstest hat mir die Ärztin dann erklärt, dass es so nicht weitergehen kann. Außerdem haben meine Frau und immer mehr Freunde aufgehört zu rauchen. Und da wollte ich dann nicht länger isoliert sein. Einsichten, die immer noch vielen Rauchern fehlen. Allein in Deutschland erkranken jährlich bis zu 140.000 Menschen an Krebs, Herz-Kreislauf- und Lungenerkrankungen, die auf das Rauchen zurückzuführen sind. Gute Gründe, endlich aufzuhören. Und das am besten unter ärztlicher Kontrolle. Denn Rauchen ist eine häufig unterschätzte Sucht, die man nicht so einfach los wird. Jeder Raucher weiß, Nikotin kann je nach Situation anregend oder entspannend wirken. Allerdings gewöhnt man sich sehr schnell an die regelmäßige Zufuhr, wird abhängig. Wenn das dann aufhört, dann kann es sowohl zu körperlichen als auch zu psychischen Entzugserscheinungen kommen, Nervosität, Unruhe. Und die kann lange anhalten und ist schwer zu bekämpfen. Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit, die Gier nach der Zigarette. All das hat auch Wilfried Kästner nach 40 Raucherjahren durchlebt. Die Schlusspunktmethode, also von einem Tag auf den anderen aufhören, das gelingt ohne Hilfe nur den wenigsten. Die beste, erfolgreichste Methode der Raucherentwöhnung ist die Kombination aus Verhaltenstherapie und Nikotinersatztherapie. Bei der Verhaltenstherapie wird die psychische Abhängigkeit behandelt und die Alltagssituation neu erlernt. Durch die Nikotinersatztherapie werden Entzugserscheinungen gelindert. Bei der Verhaltenstherapie lernt man in Nichtraucherkursen oder in Einzelgesprächen, die Sucht Schritt für Schritt zu überwinden. Dabei gibt es 2 Vorgehensweisen. Die Schlusspunktmethode ist eher für schwache Raucher geeignet. Anderen fällt es leichter, die Anzahl der Zigaretten mit der Reduktionsmethode stufenweise herabzusetzen. Körperliche Entzugserscheinungen treten bei Rauchern, die mehr als 10 Zigaretten täglich oder schon morgens geraucht haben, in der Regel innerhalb von 24 Stunden auf. Die Wirkung von Nikotin hängt stark von der Art der Zufuhr ab. Gelangt es schnell und in kurzen Stößen ins Gehirn, ist die Suchtwirkung groß. Dies ist zum Beispiel beim Rauchen einer Zigarette der Fall. Hier erreicht das Nikotin das Gehirn schon nach 7 Sekunden. Beim Nikotinersatz dauert es wesentlich länger. Die Suchtgefahr ist daher geringer. Die Präparate enthalten zwar Nikotin, nicht aber die anderen schädlichen Inhaltsstoffe des Tabakrauchs. Zunächst halten sie den Nikotinspiegel im Körper hoch. Nach und nach wird die Zufuhr gedrosselt. Nikotinersatz gibt es in verschiedenen Formen in der Apotheke. Wilfried Kästner war mit Kaugummis erfolgreich. Als erstes habe ich meinen Zigarettenkonsum auf 15 Stück reduziert. Im Nichtraucherkurs habe ich dann anschließend weiterhin reduziert und jeweils eine wegfallende Zigarette durch ein Nikotinkaugummi ersetzt. Die Nikotinkaugummis habe ich anschließend durch normale Kaugummis ausgetauscht. Das fiel manchmal schwer, aber letzten Endes hat es funktioniert. Und die übrig gebliebenen Nikotinkaugummis habe ich meinem Sohn geschenkt, damit er auch das Rauchen aufgibt. Starke Raucher sollten mit einer 4-Milligramm-Dosis einsteigen. Für schwache Raucher reichen 2 Milligramm aus. Ein Nikotinkaugummi wird abwechselnd gekaut und im Mund deponiert. Alternativ gibt es auch Nikotintabletten. Mit beiden Präparaten kann der angehende Nichtraucher die Dosierung je nach Bedarf selbst steuern. Anders beim Nikotinpflaster. Hier wird das Nikotin kontinuierlich aus einem Depot über die Haut abgegeben. Es ist daher besonders für starke Raucher geeignet. Die gängigen Pflaster wirken 16 oder 24 Stunden und sind ebenfalls in verschiedenen Stärken erhältlich. Egal für welche Form des Nikotinersatzes man sich entscheidet, es kann zu Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Übelkeit oder Schlafstörungen kommen. In der Regel sind diese jedoch harmlos. Es gibt noch alternative Verfahren der Raucherentwöhnung, Hypnose zum Beispiel oder Akupunktur, wo zum Beispiel am Ohr und an anderen Stellen Nadeln eingestochen werden oder Sie kaufen sich ein Buch von einem Motivationskünstler. Das Problem, was ich mit diesen Verfahren habe, alternative Verfahren der Raucherentwöhnung, zum Beispiel oder Akupunktur, wo zum Beispiel am Ohr und an anderen Stellen Nadeln eingestochen werden oder Sie kaufen sich ein Buch von einem Motivationskünstler. Das Problem, was ich mit diesen Verfahren habe, die lassen den Patienten langfristig alleine, sie sind zu passiv, binden den Patienten nicht ein und wenn der Rückfall kommt, dann hat man keine Hilfe. Seit einiger Zeit wird auch der Wirkstoff Bupropion, ursprünglich ein Antidepressivum, bei Nikotinsucht eingesetzt. Allerdings ist die sogenannte Anti-Raucherpille mit einigen Medikamenten nicht verträglich, kann die Verkehrstauglichkeit einschränken und teilweise zu problematischen Nebenwirkungen wie Krampfanfällen führen. Deshalb ist sie verschreibungspflichtig. Generell gilt,
Egal welchen Weg der Entwöhnung man wählt, der Erfolg bleibt meist aus, wenn der feste Wille fehlt. Wer aber einen ernsthaften Versuch startet, wie Wilfried Kästner, für den gibt es Unterstützung auf dem Weg zum Nichtraucher. Marleen und ihre Mitschüler finden Rauchen doof. Die Gymnasiasten aus Itzehoe haben einen Gesundheitswettbewerb gewonnen mit einem selbstgedrehten Film gegen das Rauchen. Ein etwas anderes Märchen ist das. Marleen spielt die böse Stiefmutter, die das naive Schneewittchen mit Zigaretten verführt und dadurch schließlich umbringt. Drastische Aufklärung. Der soll auf jeden Fall auch jetzt die Jugendlichen, den Jugendlichen zeigen, dass es halt, und auch den kleineren Kindern, dass es halt nicht das Rauchen überhaupt nichts bringt, deshalb auch mit dem Märchen. Vielleicht auch die, die schon rauchen, dass die einfach mal drüber nachdenken, was sie ihre Gesundheit damit eigentlich antun. Sehr gut. Ingo Henningsen hat seiner Gesundheit als jahrzehntelanger Raucher eine Menge angetan. Vor einem Jahr bekam der 58-Jährige die Horrordiagnose Lungenkrebs. An den Folgen des Tabakkonsums sterben in Deutschland 380 Menschen täglich. Heute würde ich mir das stark überlegen, ob ich anfange zu rauchen. Aber man muss ja auch sagen, zu meiner Zeit, da gab es ja auch keine Aufklärung und so. Also von Nichtraucher, da gab es ja gar nichts. Und dass das Rauchen schädlich ist, also Opa hat geraucht, Vater hat geraucht. Oder automatisch fängt man dann auch mal an zu rauchen. Wer täglich 20 Zigaretten raucht, bei dem lagert sich in nur einem Jahr eine Tasse voller Teerstoffe in der Lunge ab. Das Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken, wird durch den Teer um das 30-fache erhöht. Schon Kinder beginnen solche Raucherkarrieren. Man weiß eben, dass diejenigen, die vor 18, 19 Jahren anfangen zu rauchen, eben im Wesentlichen auch weiter rauchen werden, ihr Leben lang. Diejenigen, die später beginnen, haben es auch viel leichter, damit aufzuhören. Also diese Kampagnen, Jugendliche und Kinder davon zu überzeugen, dass Rauchen eben uncool ist, ist absolut wichtig. Und das ist wirklich die beste Präventionsmaßnahme, die man überhaupt ergreifen kann. Die Achtklässler aus Itzehoe sind mit ihrem Film inzwischen auch für andere Schulen gefragte Anti-Raucher-Experten geworden. Und selbst wohl lebenslange Nichtraucher. Ich finde es einfach eklig, wenn die dann rauchen oder den Rauch auspusten und ich muss den dann einatmen. Das ist ein bisschen eklig. Ich wollte eigentlich noch nie rauchen und habe das jetzt, es hat mich jetzt auch noch mehr erschrocken, was so passiert. Und deswegen habe ich dazu Nein gesagt. Ingo Henningsen hat zu spät mit dem Rauchen aufgehört. Der Lungenkrebs brach trotzdem aus. Nur die regelmäßige Chemotherapie verlängert sein Leben. Das schaffst du eh nicht. Klar schaffst du es. Und was war bei der Ärztin? Ja, ich hab die Pille. Ist doch cool, dass es geklappt hat. Schon. Aber jetzt ist Rauchen das Problem. Ja, diesmal ist es voll die Krise. In Kombination mit Rauchen besteht Thrombosegefahr, ich weiß. Blutgerinnsel, verstopfte Ader. Schlaganfall, das ist Horror. Was meinst du, warum ich mit Rauchen aufgehört habe? Pille ist mir wichtiger. Ja, ich will auf keinen Fall schwanger werden. Aber das mit dem Aufwand, das packe ich nicht. Ich hab's doch schon mal versucht. Nein, ich habe 3 Versuche gebraucht und du schaffst es auch. Ja, gut, anders wäre es schon. Aber allein packe ich das nicht. Die sind allein. Dreimal die 31. Diese beiden Touristen pilgern wie einst so viele deutsche Künstler und Literaten des 19. Jahrhunderts durch das antike Rom. Jede mediterrane Bildungsreise schloss den Palatin mit ein, das Kolosseum mit seiner ungebrochenen Suggestivkraft, aber auch das Kapitol, diese Piazza, die im 16. Jahrhundert Michelangelo entworfen hatte, sowie die barocke Piazza Navona mit den berühmten Brunnen von Bernini. Dieser Schönheit haben die Jahrhunderte keinen Abbruch getan. Eine Schönheit, die ja auch den berühmtesten aller Rombesucher so begeistert hatte. Goethe, dessen Standbild im Villa Borghese Park hinunterschaut, auf die Piazza del Popolo. Hier begann am 29. Oktober 1786 Goethes erster Aufenthalt im heißersehnten Rom.
Er wohnte im nahen Korso bei einem Freund, dem Maler Tischbein. Dieses Haus, eins der 7 deutschen Kulturzentren in Rom, ist heute Museum. Auf dem berühmten Gemälde von Tischbein wirkt Goethe gelöst, fast heiter vor einer leicht stilisierten römischen Landschaft. Farbliche Vielfalt und das unvergleichliche Licht in Rom begeistern Goethe so sehr, dass er zunächst beschließt, nur noch zu zeichnen und zu malen, was die Liebe zur Stadt seiner Träume eindrucksvoll belegt. Und die ihn auch liebte, wie die Direktorin bestätigt. Als wir vor 7 Jahren dieses Haus eröffnet haben, sind im Anfang vor allem deutsche Touristen gekommen. Und ich freue mich nun sehr, dass wir nach der Arbeit hier mittlerweile erreichen, dass der Anteil der Menschen, die in Rom leben, die zu uns kommen, sehr groß geworden ist. Und ich denke, das liegt daran, dass wir hier eben auch nicht nur eine Dauerausstellung zu Goethe in Italien haben, sondern dass wir auch Platz für Wechselausstellungen haben. Wechselausstellungen, die nicht unbedingt nur Goethe gewidmet sind, sondern die im Kontext der Auseinandersetzung Deutschland-Italien zu sehen sind. Italien und Deutschland, zwei Welten, die Goethe spannungsreich in seinem Werk zum Ausdruck brachte. Gerade ihre großen Unterschiede faszinierten ihn fast sein ganzes Leben lang. Gleich hinter der Via Veneto, einer Straße, die Fellini in seinem Film La Dolce Vita so bekannt machte, liegt das älteste deutsche Kulturinstitut.